Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Kleidermädchen. Heute mit dem spannenden Thema aufgebraucht und immer wieder nachgekauft. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil viele der Produkte, die ich euch gleich vorstelle, die habe ich nicht zum ersten Mal nachgekauft. Und ich muss sagen, rückblickend gesehen, hätte ich viele dieser Produkte schon eher kennengelernt, hätte ich Unmengen an Geld gespart. Und dass ihr nicht sinnlos Geld für Dinge ausgibt, die vielleicht nicht so gut funktionieren, deshalb zeige ich euch mal meine Favoriten aus dem Beauty-Bereich. Von dekorativer Kosmetik über Haarprodukte bis hin zu Körperpflege. Ich würde sagen, fangen wir mal an und los geht's. Und hier ist sie auch schon, die Kiste der Begierde mit Sachen, die ich aufgebraucht habe und nachgekauft und die ich euch jetzt im Detail vorstellen werde. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Paul Mitchell Invisible World Undone Texture Hairspray. Dieses Haarspray hat meine Volumenroutine verändert bzw. revolutioniert. Denn ich habe ja mittlerweile mittellange Haare wieder, aber viele feine Haare, aber dafür schwere Haare, weil ich viele Haare habe. Und ich hatte immer das Problem, alles, was ich benutzt habe, sei es Haarspray oder andere Textursprays, haben zwar am Anfang immer gut ausgesehen, aber nach ein, zwei Stunden waren meine Haare ziemlich platt, ungefähr so, und klebten am Kopf und alles hing runter wie Salat. Seit ich dieses Produkt habe, ist das aber nicht mehr der Fall. Ich muss sagen, ich bin fassungslos begeistert. Das ist für mich der Holy Shit. Ich glaube, ich habe es mittlerweile zum 6. oder 7. Mal nachgekauft. Ich benutze das auch jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre. Und ja, was soll ich sagen? Uneingeschränkte Empfehlung. Also ich gebe das Spray ganz normal, nachdem ich meine Haare gestylt habe, auf mein Haar auf. Ich muss sagen, das fühlt sich dann ein bisschen griffiger an. Also man merkt auch, dass man Produkt im Haar hat, aber nicht so, dass es unangenehm ist oder dass es verklebt. Ich würde eher sagen, es ist wie so eine etwas rauere Struktur, also wie wenn meine Haare ja dicker sind. Also von der Haarstruktur her und ja, hält halt mega gut und ich finde, man kann es über den Tag auch immer wieder aufbauen. Ihr seht ja bestimmt schon, das hat sich auch gleich wieder etwas verändert oder man hat auch gleich mehr Volumen. Ich muss sagen, immer gut schütteln und ich gebe das dann auch direkt hier oben ins Haar und dann auch nochmal hier in die Längen. Genau, und das war's. Muss man auch nur einmal reingeben und das hält dann für den ganzen Tag. Also ich habe auch nicht das Gefühl, es geht Produkt verloren. Und auch wenn man es über, so wenn ich am nächsten Tag wieder meine Haare style oder frisiere, müsste ich es gar nicht mehr zwingend reingeben, weil ich habe das Gefühl, die Haarstruktur ist immer noch fester und es hält auch so. Deswegen überzeugt mich dieses Produkt und ich finde, es ist ein Produkt, wer das Problem hat, dass er feine Haare hat und viele Haare hat und möchte, dass die Haare einfach länger oben bleiben und nicht wie Salat am Kopf kleben, sollte das definitiv mal ausprobieren. So, das erste Produkt war fürs Haar, das zweite ist fürs Gesicht und auch ein immer wieder Nachkaufprodukt. Also ich kann euch das nur uneingeschränkt empfehlen. Das ist das Origins Ginseng SPF 40 Energizing Boosting Tinted Moisturizer. Und ihr könnt vielleicht sehen, die Creme ist gräulich. Hier sieht man es noch ein bisschen aus. Ist halt nicht so sauber, aber ist halt so im täglichen Gebrauch. Und ich finde, dieses Produkt macht einfach eine wunderschöne Haut. Also ich gebe das immer nach meiner Morgenpflege ganz normal aufs Gesicht aus. Auch man braucht auch sehr wenig. Deswegen finde ich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich genial. Und gebe das auf die Haut auf. Die Creme ist erst gräulich und wird dann auf der Haut wie eine BB- oder C-Sweet-Creme mit einem leichten Tint. Und hat auch einen so wunderschönen, subtilen Glow, der über den ganzen Tag auf dem Gesicht
bleibt. Und selbst wenn ich gar nichts auf dem Gesicht trage, nehme ich etwas von dieser Creme, weil die einfach perfekt ist. Und ich finde halt auch, wie halt auch schon drauf steht, Moisturizer, also spendet auch Feuchtigkeit. Und vor allem in den Wintermonaten habe ich ja das Problem, obwohl ich Mischhaut habe, dass meine Haut trocken ist. Also zumindest hier in dem Wangenbereich, und ich habe auch immer Probleme hier an den Augen. Da finde ich so ein Produkt einfach super, um ein bisschen Ausgleich zu schaffen und der Haut einfach ein bisschen Feuchtigkeit zurückzugeben. Aber unabhängig davon sollte man auch immer viel trinken. Das hilft natürlich auch. Ja, genau. Hier steht noch energiespendende, getönte Feuchtigkeitspflege, würde ich so unterschreiben. Und ja, schaut auf jeden Fall mal das Produkt an, falls ihr es noch nicht kennt. Und das nächste Produkt auf meiner Liste ist wirklich ein kleiner Allrounder. Das ist das Dr. Scheller 100% reines Arganöl. Also ein wirklich tolles Produkt. Ich verwende es jetzt zum Beispiel für meine Haare und gebe da immer ein bisschen was nach dem Styling ganz grob in die Spitzen rein, dass die nicht so trocken sind. Genau, kommt mit einer Pipette, was ich auch super finde. Und ja, ist natürlich auch fürs Gesicht geeignet, für die Hände, wo es halt einfach in den Einsatz kommen soll. Und ja, wer Dr. Scheller nicht kennt, ist eine Naturkosmetikmarke, mit der arbeite ich auch schon über Jahre zusammen und mag die Produkte auch wirklich sehr gerne. Kann ich auch uneingeschränkt empfehlen, auch andere Produktserien von Dr. Scheller einfach immer wieder nur super. Aber das ist wirklich mein absoluter Favorit, weil es auch so ein kleiner Allrounder ist. Und wenn man auch reisen, wenn man wieder reisen kann, ist das halt auch immer was, das verschwindet in meiner Beauty-Tasche für unterwegs, weil es einfach so vielseitig einsetzbar ist und man braucht nicht 10 Produkte, sondern nur eins. Ja. Auch eine richtig große Empfehlung. Und jetzt sind wir wieder bei Gesichtspflege angekommen. Also ich habe ja das Problem, dass ich in den Wintermonaten teilweise richtige schuppige Stellen im Gesicht habe und dass mein Gesicht richtig spannt und ich mich fühle, als hätte mir jemand die Feuchtigkeit rausgesogen. Wenn man natürlich dann noch Make-up trägt, was man eigentlich nicht tun sollte, aber wenn man rausgeht, geht es halt manchmal auch nicht ohne. Habe ich ein Produkt gesucht, das mir zumindest die Reinigung erleichtert und bin dann auf die La Roche-Posay. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Bin auf die La Roche-Posay Reinigungsmilch gestoßen. Die ist extra für empfindliche Haut. Also wirklich ein richtig tolles Produkt. Reinigt sehr gut, ist dabei wirklich sehr mild zur Haut. Ich kann über die ganzen La Roche-Posay Produkte nichts sagen. Also ich habe einige im Gebrauch und bin mega zufrieden mit der Marke, weil ich muss dazu sagen, ich habe wirklich eine schwierige Gesichtshaut, die sehr oft zickt und ja, teilweise auch Ausschläge hat. Und da ist es wirklich nicht einfach, Produkte zu finden, wo die Haut auch akzeptiert, sage ich mal so. Und La Roche-Posay ist wirklich eine Reihe, die ich auch schon seit Jahren mit in meiner Pflegeroutine integriert habe und wo ich weiß, da bin ich safe, da passiert mir nichts und die Produkte funktionieren einfach. Genau, die Milch ist sehr reichhaltig. Ich hatte jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder so im Einsatz und werde mir die auch wieder nachkaufen. So, und ein weiterer absoluter Favorit, ich glaube, den ersten habe ich mir noch während meines Studiums gekauft, ist die Weleda Everon Lippenpflege. Also wirklich ein tolles Produkt, sieht jetzt leider auch nicht mal so fresh aus, aber ich liebe dieses Produkt. Es liegt einfach so toll auf den Lippen. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Weleda ist natürlich auch noch Naturkosmetik, es kommt noch oben dazu, das ist umso besser. Und da lässt wirklich ein richtig angenehmes Gefühl auf den Lippen. Man hätte nicht das Gefühl, es ist irgendwie störend oder verklebend oder die Lippen bekommen keine Luft, sondern es ist wirklich sehr angenehm, als trägt man gar nichts. Und selbst wenn mir die Lippen einreißen, im Winter passiert mir das öfters mal, kriege ich es mit diesem Stift wirklich innerhalb von 2 Tagen wieder in den Griff. Und ja, mein ultimativer Begleiter. Ich glaube, das ist das aufgebrauchte Produkt, das ich am meisten nachgekauft habe und immer wieder nachkaufen werde, weil ich muss sagen, ich habe noch nichts Besseres gefunden. Und oftmals ist es ja auch so, wenn man wirklich was gefunden hat, das für einen funktioniert, dann scheut man sich auch wieder neue Dinge auszutesten und bleibt dann auch bei so
Oldtime-Favorites wie diesen hier. Und weiter geht's mit einem Pflegeprodukt für den Körper. Genau, und zwar ist das die Hydro Boost Body Lotion Gel von Neutrogena. Also ich liebe die eigentlich im Sommer, aber auch jetzt zur kälteren Jahreszeit. Weil ich habe das Problem seit einer Woche, dass meine Haut extrem trocken ist. Ja, und ich bin wirklich ein Eincreme-Muffel. Und deswegen muss ich mich immer mit guten Gerüchen bestechen, dass ich das auch tue. Und dieses Produkt gehört definitiv dazu. Das riecht einfach wie ein Tag am Meer. Ich kann es nicht anders beschreiben, einfach göttlich und pflegt die Haut auch wirklich super. Genau, hier steht Feuchtigkeit für geschmeidige und strahlende Haut. Also kontinuierliche Feuchtigkeit für geschmeidige und strahlende Haut. Das kann ich so unterschreiben. Die Haut fühlt sich wirklich gepflegt an. Das Produkt zieht auch schnell in die Haut ein, hinterlässt einen leichten, klebrigen Film. Ich kann euch ja mal, während ich hier noch rumrede oder schwatze über das Produkt, gleich sagen, ob der jetzt noch weggegangen ist oder nicht. Das ist für normale bis trockene Haut und genau. Wie man eincremt, wisst ihr ja, von oben bis unten, von links nach rechts. Dann kann man nicht viel falsch machen. Und also, wie gesagt, ist ein Body Lotion Gel, also eine leichtere Formulierung, was gut in die Haut einzieht. Ist jetzt mittlerweile auch schon geschehen, kann ich so nur unterschreiben, klebt auch nicht mehr innerhalb von einer Minute oder zwei und hinterlässt ein sanft weiches Gefühl und einen wirklich tollen Duft. Riecht unbedingt mal dran. Und weiter geht es mit der Foundation aller Foundation, zumindest wenn es nach mir geht. Und zwar geht es um die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Habt ihr bestimmt auch schon viele Male hier auf YouTube gesehen. Und ich sage euch, ja, der Hype ist berechtigt, weil diese Foundation ist einfach toll. Ich habe die in der Farbe 5 und... ja, was soll ich sagen? Sie deckt leicht, liegt wirklich mega leicht auf der Haut und hinterlässt auch ein wunderbares Hautgefühl. Also ich spüre nicht, dass ich diese Foundation trage. Sie lässt sich auch mega einfach auftragen und egal in welchem Zustand, ob gerade normal oder trocken oder fettig, sie hält. Ich habe mit ihr auch absolut nie schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie irgendwo hingekrochen ist oder nicht mehr existiert hat. Die hält einfach bombenfest. Und ich finde, dafür ist der Preis gerechtfertigt, wenn er auch ziemlich hoch ist. Aber das ist wirklich ein Investment in eure Haut. Ich muss dazu sagen, ich benutze die eigentlich nicht mehr so oft, weil ich einfach nicht mehr so viel Abdeckung für meine Haut brauche, weil die ziemlich ausgeglichen ist. Aber wenn ich wirklich mal Pickelchen habe, hat ja jeder mal während eines Zykluses irgendwann, gebe ich die einfach auf die Stellen auf, wo ich das benötige und es verblendet sich auch super mit der Haut und die brauche ich dadurch halt auch nicht so oft nachkaufen. Kommt mit einem praktischen Pumpspender, einem praktischen Flakon, sieht einfach zeitlos schön aus. Und auch genauso schön auf der Haut. Genau, kann ich euch wie gesagt auch nur empfehlen. Ein weiteres Produkt, das ich immer wieder nachkaufen werde, ist diese Creme von L'Occitane. Ich liebe die über alles. Die ist speziell für trockene Haut oder für trockene Hände. Und sie ist wirklich mein absoluter Favorit, weil die fixt einfach alles. Also bei mir ist es so, dass ich oftmals, wenn es wirklich richtig kalt ist, hier an den Knöchelchen richtig aufgerissene Stellen bekomme. Das sieht nicht schön aus, tut auch tierisch weh. Und ja, muss ja nicht sein. Und diese Handcreme hilft wirklich innerhalb von 3-4 Tagen, dass das einfach wieder weg ist und alles gut ist. Die hat 20% Shea Butter in sich und ist wirklich auch eine reichhaltige Pflege. Kommt in einer Tube, gibt es auch als Reisegröße und ist wirklich ein sehr reichhaltiges Produkt. Also ich verwende die am liebsten auch am Abend, dass die auch so richtig gut in die Haut einziehen kann und über Nacht ihre Wirkung entfalten kann.
Ja, die Tuba benutze ich, glaube ich, auch schon seit 5-6 Jahren und kaufe sie immer wieder nach, weil es ist für mich die einzige Handcreme, die ich bisher getestet habe, die in solchen absolut schrecklichen Handzuständen das tut, was es soll, helfen. Und weiter geht's, diesmal wieder mit einem Produkt für dekorative Kosmetik und zwar mit der Anastasia Beverly Hills Dip Brow Promenade. Ich habe die in der Farbe Ash Brown. Ich würde sagen, ein aschiger Braunton, der keine warmen Pigmente enthält. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe dieses Produkt. Ist, glaube ich, mittlerweile mein dritter Titel und einmal benutzt, nie mehr gestoppt. Ja, also ich schwöre wirklich auf diese Promenade, weil die hält. Die sieht gut aus und die ist unkompliziert anzuwenden. Also einfach besser geht's nicht. Genau, und hat auch wirklich einen richtig schönen Farbton, der für meine Haut oder meine Gesichtsfarbe einfach super passt und würde ich immer wieder nachkaufen. Ja, wie ich sie auftrage, ganz einfach mit einem Pinsel, mit einem Augenbrauenpinsel. Nach eurer Wahl, wie ihr möchtet. Ich habe einen von Anastasia Beverly Hills. Und gebe das halt auf meine Brauen auf. Ihr könnt gerade Striche nach hinten zeigen oder ihr zeichnet quasi feine Härchen nach, wie ihr das möchtet. Und genau, danach gebe ich noch Augenbrauengel darauf. Das ist quasi mein nächster All-Time-Favorite. Und zwar ist das von Benefit, der 24 Hours Brow Setter. Das ist ein transparentes Augenbrauengel. Ich sag euch, benutzt ihr das einmal, ihr nehmt nichts mehr anderes. Ich hatte jahrelang unterschiedliche Augenbrauengele von Drogerieprodukten bis High-End und ich war mit keinem zufrieden, weil ich habe zwar nicht viel Augenbrauen, aber die ich habe, die sind störrisch und statzen wirklich in alle Richtungen, also wirklich richtig ätzend. Genau. Und eine Freundin hat mir dann gesagt, probier unbedingt mal dieses Augenbrauengel, das hält bombenfest. Und was soll ich sagen? Es hält bombenfest und das über den ganzen Tag, egal was ich tue. Wie gesagt, das ist ein transparentes Augenbrauengel, hat zwei Bürsten, einmal einen längeren Bürstenkopf und einmal Bürsten, die sind etwas kürzer, je nachdem, wie ihr eure Augenbrauen haben möchtet, ob ihr sie wirklich akkurat möchtet oder etwas buschiger, könnt ihr die jeweilige Seite benutzen. Ihr tragt das einfach auf die Augenbrauen auf und ihr merkt auch dann schon, das wird etwas hart, so ähnlich wie bei Haarspray. Aber jetzt nicht irgendwie unangenehm oder irgendwas. Ist angenehm aufgetragen, hält und würde ich euch uneingeschränkt empfehlen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt. Auch zwar etwas preisintensiver, aber ich habe diese Größe jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr im Einsatz. Und ich finde, man muss es halt auch über den Zeitraum der Anwendung betrachtet, dann auch sehen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und für mich stimmt das definitiv bei diesem Produkt. Sicher lichtet sich mein kleines Körbchen hier mit aufgebrauchten und nachgekauften Produkten. Und zwar, das nächste ist wieder eine Reinigung für das Gesicht und zwar die Origins Out of Trouble Mask. Es ist eine 10-Minuten-Maske, die eure Haut quasi bei Problemen helfen soll, diese loszuwerden. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber hundertprozentig. Es gibt ja mehrere Etappen, sag ich mal, in einem Zyklus, wo die Haut anfälliger oder weniger anfälliger für Pickel ist. Und bei mir ist es wirklich so, kurz bevor ich meine Tage bekomme, habe ich auch Pickel. Und das nicht gerade wenige. Und ja, ich weiß, dass ich kenne ja auch schon die Uhr danach stellen. Ich weiß genau, wann diese Zeit sein wird. Und ich benutze immer pro forma diese Maske und ja, also sie hilft, sie kann natürlich auch nicht alles verhindern, aber sie hilft auf jeden Fall, einen größeren Ausbruch zu verhindern und hat auch ein angenehmes Hautgefühl. Also ich trage die Maske ganz normal nach der Reinigung auf, kompletten Gesicht und oder ihr könnt auch nur an den Stellen, wo ihr es benötigt, auftragen. Sie ist halt weiß, hat einen neutralen Geruch, würde ich sagen. Ich habe die Maske dann
auf die speziellen Stellen oder im ganzen Gesicht auf. Lass sie 10 Minuten einwirken. Manchmal, wenn ich mehr Zeit habe, lasse ich die auch einfach länger drauf. Und sie reguliert zumindest Problemstellen. Also sie macht sie weniger oder lässt sie zurückgehen. Verhindern kann sie sie meines Erachtens nach nicht. Aber es ist wirklich ein tolles SOS-Produkt, das den totalen Breakout verhindert. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Ich glaube, das ist mittlerweile meine 4. oder 5. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das ganz unspektakulär eine Mascara von Chanel. Also über diese Mascara streiten sich die Geister. Ich habe auch schon von einer Freundin gehört, die findet sie einfach nur furchtbar grässlich. Würde sie nie wieder nachkaufen. Die größte Fehlproduktion ever, das ist die Le Volumen de Chanel Mascara. Und ich hatte die damals in der Probe. Und ich war restlos begeistert. Also ich dachte mir nur so, wow, was für eine tolle Mascara. Die tut, was sie soll. Die macht meine Wimpern einfach so natürlich und lang und sieht einfach wunderschön aus. Also wirklich wunderschön. Und ich habe bei vielen Mascaras das Problem, dass ich nach einer Zeit Panda-Augen bekomme. Das macht die halt gar nicht. Und die sitzt den ganzen Tag einfach nur minimalistisch wundervoll auf den Wimpern. Verlängert die, lässt die wirklich extrem natürlich aussehen, als hätte man gar keine Mascara drauf. Und wirklich einfach ein wunderschönes Augenbild. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ja, guckt ihr euch auf jeden Fall mal an. Vielleicht gibt es sie ja auch als Probe. Und ja, ich würde sagen, könnt mir ja nochmal gerne sagen, was eure aufgebraucht und immer wieder nachgekauft Favoriten sind. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich immer mal wieder was Neues ausprobieren kann. Und nur weil mir was gut gefällt, heißt ja nicht, dass es nicht noch was gibt, was mir noch besser gefallen könnte. Deshalb schreibt mir doch gerne mal eure Empfehlungen in die Box. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!